Hallo und willkommen zum nächsten Projekt, sag ich mal. Welches Game ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr bestimmt auch nicht lesen gerade. Ich habe schon sehr, sehr lange auf Platte. Ich habe es auch schon relativ weit gespielt mal. Ist aber schon sehr, sehr lange her. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt mal ein neues Spiel anfangen. Und ja, Subtitles machen und mal schauen. Ja, mal ein bisschen rumprobieren. Und ich werde es mal so einstellen, eigentlich wie immer, dass das Voice Volume das lauteste ist. Ein bisschen schneller. Auto Follow, yes. Bla bla bla. Auto Save sollte man auch einstellen. Okay, fangen wir mal an. Where is she? Arena's favorite. We are ready, my lord. Victory shall be ours! What is this? Ja, also, ich habe ja mal ein Let's Show dazu gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wieder vergessen, wie das Spiel funktioniert. Und, ja. Was soll ich noch großartig zu sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, was ich machen muss.
Ja. Hauen wir einfach mal rein. We shall stop them here. What? Also, ja, es ist ein typisches, ja, Asia-Rollenspiel mehr oder weniger. Und ich sollte vielleicht so langsam mal drauf achten, was ich hier tue. Das heißt, es wird ein sehr, sehr langes Let's Play wahrscheinlich werden, weil man in diesem Spiel sehr viel machen kann. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich noch groß sagen soll. Es ist halt, ja, Square Enix, ne? Eins der besseren Spiele. Okay. Nicht, dass die Final Fantasy Teile irgendwie schlecht wären oder so. Ja, das will ich jetzt nicht damit sagen. Es ist halt, naja. Ihr seht es ja dann. Oh, Gaborg. Das ist einer der Remnants, die man im Kampf eben rufen kann. Und wie ihr seht, macht das Ding ordentlich Bums. Also, ihr seht jetzt gleich, wenn er das Ding feuert, dann macht es ordentlich Bums. Arena? Who are you? That's what I should be asking you. Wait, hold on. Is that you, Blockta? I'm fine. I can see a light in the distance. That should be the way out. Yes, sir. Hey! Wait up, lady. What's going on? The Gaborg blew a hole in the ground, and now we're in this cave. Anything else obvious you'd like pointed out? Cave? At least the exit isn't far. Hey, wait! Listen to me! Hey! I'll hear whatever you have to say once we get out of here. Your story better be good, spy. What do you mean, spy? Think about it, genius. Why else would you be on a battlefield? What are you talking about? I'm just looking for my sister, Arena. Arena? What's your name? Me? Rush! Rush Sykes! Rush Sykes? Ow. So you're looking for your sister? What happened to her? Speak! We're from this island called Yulim. Arena!
It's a package from Mom and Dad! It's probably just another lame excuse why they can't leave their research. Hey, cheer up, sis. Whoops. It's a Visa stone. Let me set it up. Oh. Hi, Rush. Hello, Arena. Are you two behaving yourselves? Both of us are having a great time here at the Academy in Illusion, and we were lucky enough to have a breakthrough in our research. But, as you probably guessed, things are taking longer than expected. See? Told you. So your father and I agreed that you should come live with us in Illusion. It's always about what they want. What we found is a key that lets us use the remnants in new ways. It's gonna change the world for the better. But you kids are more important to us. And I'm sorry we haven't been out to visit for so long. John, we're running out of time. Right. We'll be sending someone to pick you up. Better start packing your bag. And Rush, you look after your sister, all right? Take care of yourself. We'll be seeing. Out of time. Dad's never been good at keeping track. You worried about leaving? A little. I mean, I've never been off the island before. I'll be fine. After all, we'll be back with Mom and Dad. You know it. Huh? What? What? Him. Attacked by some flying beast and protected by the light from your talisman. Child, do you think I'm senile? It's all true. Whatever. First things first, we need to get out of here. Okay. Ja, okay. Maus brauche ich wohl gar nicht. Ja, ich muss zugeben, das Storytelling ist ein bisschen clumsy. ja.
Yay, Broadsword. Ja. Okay, Broadsword equipped. Ja, ich will's ins Safe-Menü. So. Ja, okay. Der Spielstand wird eben nicht in der Steam Cloud gespeichert, deshalb habe ich den auch nicht mehr, den alten. Würde wahrscheinlich auch eh nichts bringen, weil ich damit nicht mehr spielen kann. Ja. Das heißt, die Dame hat eine Quest oder möchte mit uns reden. Und bringt uns jetzt, glaube ich, mal die Basics für den Kampf bei. Also ich würde euch wirklich gerne mehr über das Spiel erzählen, aber ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. If a monster on the field attacks you before you have a chance to attack it, you will be at its... Let's do this! Ah, mit Leertaste geht's. Okay. Ich versuch mal... Units... These units are organized into groups called unions. Bla bla bla. Large scale souls. Okay, ich versuche euch mal zu erklären, so halbwegs wie es funktioniert. Also ich habe eine Gruppe momentan und das sind eben Rush und Emma hießen sie. Und ich kann denen jetzt keine direkten Befehle geben. Ich kann denen eben nur zeigen, auf was sie hauen sollen und womit sie drauf hauen sollen. Ja, und die gegnerischen sind eben auch in Gruppen organisiert. Sie sind zwei, das ist nur einer, also lohnt es sich vielleicht eher den hier erstmal auszuschalten. Come on, let's kick some A. Und... Oh nein. Hau ihn nieder. Yes. Oben ist eben eine Moralanzeige. Und je weiter die in irgendeine Richtung geht, desto besser ist es für denjenigen. Okay. Und... Also wenn jetzt die Moralanzeige komplett blau ist, dann bin ich im Vorteil und bekomme weniger Schaden und teile gleichzeitig mehr Schaden auf, aus. Wohingegen es eben beim... Wenn es eben komplett rot ist, es sieht eben anders aus. Dann bekomme ich mehr Schaden und die Gegner bekommen weniger Schaden. Deshalb... Ja, ist diese Anzeige ziemlich wichtig. Something's wrong. I wasn't expecting this. Prepare yourself. So. Okay, was ja, das ist das, was ich mit der Moralanzeige eben erklärt habe. Ja, dann haben wir einmal unten diese AP. Also, ich kann es euch gerade nicht zeigen, weil ich nichts habe, um es eben zu zeigen, aber ihr seht links unten bei dieser Active Union, beziehungsweise darüber, eben auch nochmal die Unions komplett. Und da sind einmal HP, AP und dieses M, dieses Magic Meter, also dieses M-Meter, ich glaube es ist Magic Meter, ist dafür da, um eben diese Remnants einzusetzen, wie eben zum Beispiel den Gayborg. Und die AP werden eben hier für diese Combat Arts bzw. Magic Arts benutzt. Das ist mehr so, ja, wie in Pokémon, muss man sagen. So in der Richtung. Und, ja. Jede Unit hat eben einmal pro Runde, jede Union, also jede Gruppe, hat eben einmal pro Runde die Möglichkeit anzugreifen. Und jede... Okay, das ist jetzt auch schon mein... Okay. Ja. Das war mein Remnant, den ich gerade benutzt habe. Und jedenfalls innerhalb dieser Attacke oder was auch immer, wie man das nennen möchte, kann eben jede Unit nochmal angreifen. So
So, your talisman's more than a fashion accessory after all. Huh? My lord! You did not have to come all this way for me. Please, accept my apologies. Seeing you safe is apology enough. And who is this? He claims to be the son of Dr. Sykes. Oh, I see. I am Torgal, one of Athlum's four generals. Our lord, the Marquis of Athlum, would like to extend his thanks. Step forward. I will have you know that your actions have won my gratitude. As for your sister, if the men you seek have entered Athlumian territory, we cannot turn a blind eye. I shall accompany you to Athlum. Huh? Our lord would like to aid you in your search for your sister. It's fine, Torgal. Thanks a lot. I chased that weird flying thing here, but I didn't have a clue where to go next. But hey, if I've got an important guy like you backing me up, I've got a whole lot less to worry about. This is Ace! The name's Rush. Rush Sykes. Who are you? I am David Nassau, the Marquis of Athlum. You may address me as David. Sure thing, Dave. Let us return and see what tidings await us in Athlum. All troops, return to Athlum immediately. Yes, my lord. Come on, Dave. Let's go. You whelp! Have you no manners? That is no way to address the Marquis of Athlum. Jeez, what's your problem? He's surprisingly simple, wouldn't you say? We have yet to see. Ja. Also. Ihr werdet es im Kampf nachher, also in späteren Kämpfen, noch besser sehen, was ich meine. Waste no time in sniffing out the rats who kidnapped Arena. Torgal? Rush, we have prepared a room for you within the castle. After your journey from Ulam Island, you must want to rest and recover from your presumably arduous journey. So I just sit on my butt and do nothing? Yeah, right. I'll go find those guys myself. Fine. Do as you like. But try not to do anything too foolish. We shouldn't let him have free run of the castle until we've verified his story. I'll get on it. Okay. I'm going now. Hello? If it's information you seek, there is a certain pub in Virtus Parish you might care to investigate. Come to the castle if you need anything of us. All right, I'm on it! Ja. Weswegen ich dieses Spiel ausgesucht habe, ist nicht wegen der grandiosen Story oder der grandiosen Inszenierung oder der grandiosen Grafik. Wen wundert es?
Sondern es ist einfach wegen dem grandiosen Kampfsystem, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei... Wie viel habe ich denn? 800. Kann man das benutzen? Kann ich das benutzen? Weiß nicht. Kann ich das benutzen? Ich glaube schon. Ja, lassen wir erstmal kurz sein. Und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja, alles schön, alles gut, kein Problem. Ja. Okay. ja, das ist, glaube ich, zum Heilen alles Zeug. Man wird ein bisschen reingeworfen gerade in dieses Spiel hier. Und das liegt auch mehr oder weniger daran, dass eben mit dem Spiel auch ein richtig schönes Buch noch beilag. Broadsword, habe ich das nicht schon? Kommentar. Nein, ich habe schon wieder auf den Knopf gedrückt. Ah! Gut, gehen wir zum Town Square. Ja. Was wollte ich noch sagen? Okay, hier gibt's nichts. Ja. Wie es scheint, haben Xbox-Spiele wohl generell das Problem, dass das Bild ab und zu mal zerreißt, wenn man es auf den PC portiert. Und ja, ich hätte vielleicht vorher noch mal ein bisschen mich belesen sollen, auch was man hier, also auf der Golden Chalice hier will ich glaube ich nicht an, was man eigentlich machen muss, soll, kann, darf. Also ich hätte mich vielleicht vorher noch mal ein bisschen mehr über das Spiel informieren sollen, bevor ich eben ja, angefangen habe wieder zu Let's Playen. Ich hatte einfach Bock auf das Spiel mal wieder. Und ja. Ich sollte aber auch wirklich nicht alle Dialoge hier überspringen. Aber naja. Ich ist nur mal gerade so ein bisschen. Ja, ich halt einfach. Ich will euch halt auch ein bisschen was von dem Spiel zeigen. Und das ist gerade irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, was ich machen will und kann und soll. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert, auch weil ich das Spiel eben schon so lange nicht mehr angefasst habe. Was sehr, sehr schade ist, weil das Spiel hat es echt verdient, Leute. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Auch wenn ich euch das bis jetzt noch nicht so beweisen kann. Vertraut mir einfach, es wird später ziemlich heavy. On Guild, sorry, the person in charge is in here right now, try back later. Ja. Und das Kampfsystem ist halt sehr, sehr interessant. Und man braucht eben sehr viel Geschick dafür. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich hin will. Ahahaha. Da ist das Castle. Hahaha. Ja. Young Master, Rush Sykes has arrived. Did you learn anything about Arena? Pagus. I am Pagus, one of the four generals of Athlum. As for Miss Arena, I regret to say that we have yet to uncover any new leads. Nevertheless, we have learned two interesting facts. One, some suspicious types were spotted escorting a young girl to the Gaslyn Cave. That's gotta be. And the other thing? We've also received reports of nocturnal activity near the Robelia Castle ruins. The ruins have long been a den for petty thieves. What's to say this is any different? Not what, who. A trusted source informs me that Athlumian soldiers have been seen leaving the ruins. That certainly is interesting. Hey, thanks, Pagus. I'll go check out those two places right away.
Not so fast, Rush. My generals shall accompany you there. Maintaining the peace and stability of Athlum is our duty. We cannot stand idly by while she is threatened. What's more, Master Rush is the son of the world-famous Remnant researchers. Naturally, we will do our utmost to aid such an important family. My apologies. We had your background checked. I'm used to it. Having famous parents isn't all bad, you know. It's all right, Emma. Go ahead. Yes, my lord. I was able to contact the Academy branch in Cellapalais. I informed them that we will be taking care of Rush. You talked to the Academy? That's a relief and a half. I'd given up trying to get in touch with them. I mean, it's like shouting at a brick wall. It is a group prone to secrecy. You're a lifesaver, Emma. Still, it's uncertain when or if the message will get to the headquarters in Illusion. Of course it will! Come on, my sister was kidnapped! Even the Academy suits wouldn't keep that from Mom and Dad! Bear in mind, the Sykes are presently involved in top-level research. It may take some time for them to respond. Until then, I will assist you by any means necessary. Sounds good to me. Ja. Okay. Wir gehen in die Ruinen, oder? Ja, let's check it out. Oh, der David hat noch was zu sagen. Ja, du hast noch mehr zu sagen? Du hast immer nur das Gleiche zu sagen, willst aber so tun, als hättest du mehr zu sagen. Super. Ja, wir können jetzt nochmal in den Virtus Parish reingehen und dann, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, kann man hier hinten in dem Golden Chalice entweder Quests annehmen oder Leute rekrutieren. Eins von beiden ging hier. Und okay. Ist nicht hier. Gut, dann eben nicht. Ja. Ist schon lustig, wie wenig ich gerade sagen kann. Über dieses Spiel auch. Ich weiß so gut wie gar nichts mehr. Vielleicht ein bisschen Trivia. Der Typ, der den Rush Sykes spricht im Englischen. Ja, go make yourself comfortable. Spricht auch den Moment. Lelouch, Lamprouge, beziehungsweise Lelouch V. Britannia in ich habe den Namen gerade vergessen. Es ist nicht mein Tag. Es ist echt nicht mein Tag heute. Naja. Schauen wir doch mal rein. Ja, ich guck mal, ob ich den Screentext. Na, ich lasse ihn auf Englisch, ich mag Englisch. Müsst ihr halt jetzt mit leben. Was wollte ich sagen? Ja, also hier. Es ist schon. Schabe will Schabe kämpfen. Schabe will nicht kämpfen, glaube ich. Schabe, du willst nicht kämpfen. Gut. Brav.
Es ist schon sehr, sehr groß hier, die Areale. Und du willst kämpfen. Ich hoffe, ich war schneller als er. Wenn nicht, kriege ich jetzt... The best defense is a good offense. The best content... Okay. Ja, also ich habe einmal mich und einmal Hargus. Als Quads. Also wir sind... Ah, ich habe noch einen... Huch. Ja. Das sind Crits. Und... Ja, wenn man diese Crits eben in der richtigen... Oh, cool. In der richtigen Chain... Also wenn man zur rechten Zeit den rechten Knopf drückt, bekommt man eben so eine Crit-Chain. Und move damit eben die Gruppenmitglieder, die eigentlich hinten stehen und langsamer sind, nach vorne und macht halt mehr Schaden und Schaden auch bevor man eben... Also bevor der Gegner eben drankommt. Das ist insofern nützlich, dass man das hat. Man kann es auch ausstellen und eben automatisieren. Aber es ist nicht empfohlen, weil man hat dann eben halt nicht diesen Vorteil. Man hat halt eben nur normale Crits. Und ja, das ist halt so quasi besser, auch wenn man es nicht unbedingt hinbekommt. So. Ja, damit bekommt man eben einen Crit und mein Rush wird halt nach vorne gemoved. Sweet! Mein Rush hat auch einen Dings bekommen. Einen Levelaufstieg. Das ist auch sehr cool. Was an dem Spiel eben besonders ist, ist, dass die Mobs eben mitleveln. Also das skaliert sich hoch, damit das Spiel eben... Also man kann das Spiel quasi nicht outleveln. Und ja, wie ihr seht, das Bild zerreißt immer noch ein bisschen. Man wird auch öfter in die Areale reingeschickt, um ja verschiedene Quests eben zu machen. Ja, ich werde überlegen, ob ich gleich nicht einfach mal die Musik ausstelle, weil das nervt mich so langsam schon so ein bisschen. Dieses Gedudel. Und go, yes. Ja, was soll ich noch großartig zu sagen? Ich gucke gleich mal kurz in die... Ich weiß gar nicht, ob ich in die Optionen reinkomme. Ich muss mal gerade schauen. Komme ich mit Escape in die Optionen? Config. Main Volume kann ich auf 100 stellen. Oh, besser. Ja, der Rest kann so bleiben. Und ja, hier sind zwei Schaben, die wollen eigentlich nicht kämpfen. Ich könnte sie aber beide mitnehmen und eben dann im... Wenn ich auf Leertaste drücke, eben einen Kampf anfangen und würde dann gegen beide Gruppen kämpfen. Ach, ohne Musik ist das zwar ein bisschen... Naja, wahrscheinlich werde ich die Musik irgendwann vermissen. Wollte ich das hier? Hey, hier ist irgendwas. Kann ich das aufmachen? Sealed with Remnant Power Bind the Remnant. Let's do it. Kein Ding. Ja, also... Keine Ahnung, was ich... Ja, es ist momentan echt. Let's do this. Habe ich jetzt beide drin? Hoffe es mal. Sehen wir gleich, wenn ich das... Nee, anscheinend nicht. Okay, die Musik ganz ausstellen ist vielleicht auch nicht so gut. Ja, ich werde sie gleich nochmal ein bisschen leiser anmachen, also... Cool. Und... Was ist jetzt das andere Creep-Mob-Gedöns? Nein! Oh, fast hättest du mich erwischt, Bastard. Und... Kann ich eigentlich auch in Combat noch? Nee, kann ich nicht. Okay, ohne Musik ist es echt kacke.
Das macht so keinen Spaß. Jedenfalls. Ich muss mir echt mal überlegen, was ich hier noch sagen möchte. Also das ist. Ja, das ist langsam peinlich mit der ganzen Stille hier. Chains sind auch eine wichtige Sache, da levelt man irgendwie schneller auf. Ach Leute, ich mach jetzt nochmal hier Musik ein bisschen an. Stell mal so auf. Ja. Ja, das sollte so in Ordnung sein. Kann ich irgendwie schneller wieder nach unten? Ja, geht doch. So, Rush's Equipment. Okay, haben wir noch nichts, was ich equippen könnte? Okay. Ja, diese Kisten sind eben auch relativ nützlich, dass man die immer aufmacht. Weil natürlich, wie in allen Rollenspielen, man Kisten eben aufmachen sollte. Ich glaube, durch die Tür kann ich nicht. Ja, die ist zu. Und ja, die, wie gesagt, die Story ist okay. Sie ist ein bisschen clumsy inszeniert, muss man sagen. Aber wie gesagt, das Gameplay ist tofte, gerade für Menschen wie mich, die gerne Rollenspiele spielen und auch gerne Taktik haben. What the fuck? Und der, ja, die PC-Portierung ist halt okay. Es ist ursprünglich ein 360-Spiel gewesen. Man sollte relativ häufig speichern, fällt mir gerade so ein, weil man eben sonst, ups, da habe ich den falschen Knopf gedrückt, da war ich zu langsam, ich habe es zu spät gesehen. Weil man eben sonst ganz böse auf die Fresse fliegt. Wenn man eine deadlocked Unit eben angreift, mit einer zweiten, dann flankt man die und bekommt dafür eben Moral gut geschrieben. Für Mystic Chance to learn a Mystic Art, ja. Okay, also wenn ich ein Level aufsteige und eine was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte noch irgendwas in der Config, glaube ich, ändern. Na egal. Ich wollte speichern. Ja. Wenn ich eben eine bestimmte Mystic Art oft genug benutze, dann wird eben die aufgelevelt. Und wird. Ach, schmiert. Verdammt. Ich rechne irgendwie nie damit. Weil ich es eben nicht gewohnt bin. Und die wird dann eben stärker. Och, Kerle, ich rechne echt nicht damit, aber es ist egal. Und kann eben dann auch mehr Schaden machen, bla bla bla. Das ist ganz normal, das ist auch mit physischen so. Also jede Fähigkeit, die man eben einsetzt, kann eben da durch die Benutzung steigen. Und speichern wollte ich jetzt. Yep. So. Die gegnerischen Units sind, wie ihr seht, ganz okay, moderat. Die werden natürlich noch stärker und schwieriger. Ihr werdet nach jedem Kampf geheilt, voll. Weil ganz einfach jeder Standardgegner euch eigentlich umbringen kann. Okay, kann ich nichts nehmen. Bringt das was? Speed plus 3%, super. Und ihr könnt eben auch nur den Rush equippen. Die anderen Charaktere werden equippen sich selbst, also die da könnt ihr Sachen mitnehmen, die craften dann was und bla. Erkläre ich nachher nochmal. So, as you see, remnants are nothing more than evil charms meant to add to the depravity of man. You may not see the effects now. But not far into the future, terrible disaster awaits! By then, it will be too late to change our sinful ways! Men are meant to work hard and make their own way! We must not accept the temptations of easy life that remnants provide! Stand up and fight! The first step is here! We will strike Athlum with the hammer of justice! See our allies here!
dressed as Athlumian soldiers. They will infiltrate that city of sin and cause a disturbance. That will be our chance. Come, let us liberate the people from their chains. What the heck is this? Seems like an anti-remnant activist rally. Sounds more like anti-remnant terrorist activity to me. Whatever they're planning's gotta be dangerous. Who's there? Oh-ho! It seems we have guests! Lackeys of that magic-abusing Marquis of Athlum! Look closely at their faces, shining with depravity! Woe! For it is too late for these unbelievers to be saved. Yet they can serve some purpose. A prelude to the cleansing of Athlum. We shall christen our movement with the blood of these servants of evil! This guy's psycho! Prepare yourselves! I suppose there's naught we can do but fight. Ja, scheint so. Wie ihr seht, sehr, sehr clumsy die Inszenierung. Kann man nichts machen. So, jetzt haben wir nämlich drei Gruppen Mystic Arts. Wir versuchen mal, die relativ fix zu nuken. Das ist nur einer, ne? Das ist aber der Anführer. Dann versuchen wir einfach mal, so schnell wie wir können, eben die kleineren Gruppen auszuschalten. Damit die uns nachher nicht flanken. So. Damit kriegen wir ein bisschen Moral dazu. Ah, nein, schon wieder. Nein! Wenn ich das getroffen hätte. Kommt ein Counterattack. Yes! Manchmal hat man auch nämlich Blocks oder eben Ausweichmanöver, die kritisch sind. Give it all you got, my friend. Und Mystic Arts drauf. Ach, fuck. Naja, egal. Und dann, wenn man da eben dann den kritischen Effekt verursacht, hat man eben eine Counter-Attack. Wir haben jetzt natürlich den Vorteil hier. Haha, und ordentlich reingehauen. Ist halt noch der Anfang vom Spiel. Claude learned Double Strike. Super, Claude werde ich sowieso nicht mehr sehen. Ja. Da kann man zurück zur Weltkarte. Let's do this. Ups. Schwätz mal mit dem Typen. Ja, jetzt sollen wir zurück nach Athlum und das ist ein Weltkartentransporter, der transportiert mich aus dem Dungeon raus. Zurück zur Weltkarte. Right. Let's move. Ist relativ nützlich das Teil. Und ja, meine Kommentare waren auch mal besser, merke ich. So, mein Freund, möchtest du mir jetzt sagen, dass ich noch ein anderes Ding nehmen soll? Block the Squad. Okay, Block, da gehen wir in die Gaslin Caves. Und danach mache ich, glaube ich, Feierabend für heute. Also ich, wie ihr schon gemerkt habt, ich spiele halt wieder so lange, wie ich Lust habe. Ich muss nur morgen um 7 schon wieder aufstehen und wir haben jetzt kurz vor 12. Ich spiele halt nur so lange, weil ich irgendwie noch nicht wirklich müde bin. Und versuche noch ein bisschen müde zu werden.
Okay, ich werde es nochmal kurz zusammenfassen. Je mehr von diesen Gruppen ich eben sammle und den Kampf, sag ich mal, auslöse, ja, auslöse war das Wort, das ich gesucht habe, desto mehr EP bekomme ich, desto mehr Chancen habe ich für Drops eben. Ich könnte jetzt hier die bekämpfen, aber ich sehe da keinen großen Nutzen darin eben. Und rechts oder links? Rechts. Ja. Ne, da ist eine Remnant-Gedönstruhe. Oops. Jetzt habe ich noch eins von den Insekten, glaube ich, mit drin. Pretty weak to pounding, so long as everybody sticks to physical attacks for winning. Okay. So. Jetzt habe ich mir ein bisschen mehr mitgenommen, als ich. Ja. Ich habe ein bisschen mehr abgebissen, als ich kauen kann. Nein! Ich auch nie damit rechne. Das ist ja auch egal. Tod ist tot. Ja. Das ist eben das Kampfprinzip. Wie ihr seht. Nein, die flanken mich. Nein! Ein Blockter ist ziemlich weit unten. Ich kann jetzt versuchen aus dem Deadlock rauszuholen. Und damit er sich eben heilen kann. Dafür wird er jetzt aber wahrscheinlich von denen überrascht. Ja. Und wenn man sich eben heilt und einen Deadlock abbricht, bekommt man eben mehr Damage. Wieder, das ist jedes Mal, ich denke einfach wirklich nie dran, dass ich eben diese Crits bekomme oder bekommen könnte. Aber mein Blockter hat es jetzt geschafft, die müsste weg sein. Und die zweite Gruppe müsste ich jetzt auch wegkriegen. Nein, Blockter! So, die Gruppe ist weg. Ich hoffe, dass Blockter jetzt nicht stirbt. Das wäre suboptimal. Stirbt. Damit verliere ich Moral. Also es ist nicht so, dass die Unions haben eben eine gesamte, also die Gruppen haben eben eine gesamte HP-Anzeige. Captured Monsters may be split for components. Kann man auch verkaufen, ja. Jedenfalls, diese Gruppen haben eben eine gesamte HP-Anzeige. Und wenn die eben auf Null ist, sind alle Mitglieder in der Gruppe tot. Hier geht's zur Weltkarte und hier habe ich, glaube ich, wieder einen Kampf. Einen größeren. What are all these girls doing in a place like this? Oh man, could it be that? What do you think you're doing? So you're that group then? The gang of thugs that's supposed to be running around slave trading? Slaves? Who the hell are you people? We don't have to introduce ourselves to the likes of you! Get ready! I'm gonna smash your faces in! Rush! You want a piece too? Oh yeah! Bring it on! Heh! Whatever! It's your funeral! Get ready for a beatdown! Also... Das... ist halt eben auch wieder so eine Art Nebenquest. Ich versuche euch mit nicht zu vielen davon zu langweilen. Wenn ich ehrlich bin, das sind alles zwei. Ja, ich versuche halt so viel von interessantem Zeug zu zeigen, wie geht. Ich weiß nicht, inwieweit es möglich sein wird. Von daher,
Ich kann es euch nicht versprechen, dass das nicht doch etwas langweilig werden könnte. Ich werde aber mein Möglichstes tun, dass es das nicht wird. Und... Nein! Flankt! Fuck you. Alright, bring it on. Ja, das müssen wir jetzt leider tun. Dann versuchen wir jetzt erstmal den Boss hier zu locken, damit der nicht mehr auf meinen Block-Tag angreifen kann. Ja, hat funktioniert. Und ja, ich habe leider gerade den Fehler gemacht und nicht genug Festplattenspeicher gehabt. Leute, es tut mir leid, ihr habt jetzt kurzzeitig was nicht gesehen. Es waren aber hoffentlich nur ein paar Sekunden. Ich hatte noch das Alan Wake Let's Play komplett drauf. Das waren 100 GB, die nicht hätten sein müssen. Ja, ihr habt nichts so Wichtiges verpasst. Kann ich euch garantieren. Omni-Strike, ja, kann man machen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so halbwegs hin mit dem Schneiden. Ach, dass das halt eben so ungefähr hinhaut, dass ihr nicht... Also das... dass sich das nicht so überlappt jetzt. Und ich werde jetzt auch direkt hier nach speichern und ausmachen und versuchen, das irgendwie so ein bisschen zusammen zu schnibbeln, dass es halt funktioniert. Leaf-Splinter habe ich gelernt. Und Gold bekommen ordentlich, damit kann ich gleich nochmal einkaufen gehen, theoretisch. Aber wie gesagt, wir lassen es an der Stelle jetzt erstmal sein. Speichern und ich versuche das, ich verspreche es, dass ich es irgendwie zusammengeschnitten bekomme. Mein Ehrenwort, ich hoffe es. Bitte vertraut mir. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wann auch immer die kommen wird. Macht's gut.